sehr schön sehen, vor allem wenn die Soldaten das Schild ein bisschen nach links halten. Kühlung in der rechten Hand. Anders noch langsam. Ausgelöst für eine neue Formation. Von den Waffen hier ist weggelegt und bekommen zur Artillerie. Das Geschütz wird jetzt aufgefahren. Max? Gary! Max? The missiles go down the top of here! We need to get all those around back there! Get outside and do it! Das ist verschiedene Geschütze, die hier stehen. Get outside now! Get down there! Dann können wir mit allem schießen. Die Schlachtabteilung ein bisschen stärker. Go back! Go back! Hinschießen? In Gang zu setzen, ist das Onaga. Was ist das? Onaga! Vielleicht noch was zu dem Wort. Das ist der Name, der in Latein, also den Wildesel bezeichnet. Ich kann mir so vorstellen, was das bedeutet. Wir sind gerade fertig gemacht für den Bodenschuss mit einer Kälte, oder? Ah ja. Ist es ready? Mit einer Melone. Früchtecocktail wollte ich nehmen. Gemüse und Früchte. Bis 50 Meter ist die Reichweite von unserem Geschütz. Je nachdem, in welchen Winkel man einstellt. Und jetzt kommt der Befehl zum... Okay, das war weit. Das ist nicht schlecht. Kleine, Aber wenn es eine Melone ist, die da... Das ist schon sehr beeindruckend. Was machen die da? Schaden eine Melone nach. Das wird gespannt. Ganz links, das was neben dem Großen hier steht, das ist ein Katapult, mit dem man noch präziser schießen könnte. Also richtig auf... Es wird natürlich fixiert und dann kann man sich ein festes Ziel aussuchen und dann jemanden vom Pferd direkt runterschießen. Wir ziehen da hinten. Da unten. Bei dem Geschütz das unten. Ich gucke jetzt halt das linke. Ah, jetzt fängt das an. Jetzt. Das ist ja nicht mal das, oder? Ballista. Und in den Friedhof geschossen. Hoher Schuss und jetzt. Wow, okay. Das ist ja eindrucksvoll. Wir sind alle froh, dass es keine Feuerbälle sind, die hier durch die Gegend wirbeln und keine Steinbrocken. Das kann man sich so durchschlagen, kann man sich auch vorstellen. In solchen Angriffen.
alle deine Schieße. Ladies and gentlemen, we want to thank you for inviting us again to Arlen. We have very much enjoyed coming here. Thank you.